Willkommen. Mehr und mehr Kunden suchen Lösungen, den Lautsprecher an die Wand zu bringen. Wir zeigen Ihnen heute, was DALI für Sie im Programm hat. Wir schauen uns die Spektor-Serie an. Spektor, die günstige Einstiegsserie bei uns, kommt mit zwei Kompaktlautsprechern, die Sie gut an der Wand betreiben können. Die Spektor 1, der kleine Kompaktlautsprecher, oder auch die Spektor 2, beides Bassreflex-Lautsprecher, die für eine wandnahe Aufstellung oder eben an der Wand hängen konzipiert sind. Der Lautsprecher hat im Lieferumfang eine kleine Wandhalterung durch einen Metallbügel und zwei Schrauben. Auf der Rückseite des Lautsprechers finden Sie eine kleine Markierung, wo Sie die Schrauben mit dem Bügel montieren können. Das Ganze wird dann ergänzt durch ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Gummipuffer, die bitte auf der Rückseite des Lautsprechers unten zu montieren sind. So sieht das Ganze dann fertig aus. Warum haben wir die Gummipuffer? Somit haben Sie einen sauberen Wandabstand zur Rückseite und können die Kabel im Terminal dementsprechend verlegen. Die Zensor-Serie kommt mit drei kompakten Modellen, wobei die Zensor 3 nicht als Wandlautsprecher geeignet ist. Sollten Sie diesen Lautsprecher in Betracht ziehen, weil er etwas voluminöser ist, geben wir nur die Empfehlung, etwas mehr Wandabstand nach hinten zu gönnen, ca. 15-20 cm, je nach Raumakustikverhältnissen, oder das Ganze sogar frei auf einem Stativ. Hier haben wir die Zensor 1. Der etwas größere Kompaktlautsprecher mit der integrierten Wandhalterung, die Zensor Pico, das etwas kleinere Schwestermodell. Beide Lautsprecher haben auf der Rückseite die Wandhalterung integriert. Das sehen Sie hier. Wenn Sie das Ganze dann auch wiederum mit dem im Lieferumfang erhältlichen Gummifüßchen versehen, hier auf der Unterseite angeklebt, haben Sie den dementsprechenden Wandabstand zur Rückseite. Die Fasson-Serie hat drei verschiedene Modelle, die sich sehr gut für die Wandmontage eignen. Die kleine Fasson Micro, der mittlere Satellit, die Fasson Sat oder auch das etwas größere Modell Fasson LCR. Fangen wir mit der Micro an. Dort im Lieferumfang ist eine kleine Wandhalterung als Gabelschuh sozusagen, der einfach mit zwei Schrauben an der Wand fixiert, ermöglicht, dass der Lautsprecher dann im Nachhinein aufgesteckt wird und sich somit an der Wand befindet. Das können Sie wahlweise hochkant oder auch waagerecht tun. Die Fasson Sat, der Satellitenlautsprecher, kommt mit einer Besonderheit und hat auf der Rückseite ein Kugelgelenk, das mit einem Arretierungsrad festgestellt werden kann. Das heißt, dieser Lautsprecher ermöglicht ihn auch eingewinkelt, leicht eingewinkelt zu betreiben. Hier haben wir im Lieferumfang sowohl einen Tischständer, der ist hier nicht Bestandteil des Videos, als auch eben die Wandhalterung, die entweder wahlweise an dem Tischständer oder direkt an der Wand befestigt wird. Die Kabel können auf der Rückseite angeschlossen werden, aus der Wand kommen oder eben auch unterhalb verlegt werden und dann wird das Ganze aufgesteckt und mit der an der Seite befindlichen Madenschraube fixiert. Der Fasson LCR kommt ebenfalls mit einer Wandhalterung, die im Lieferumfang enthalten ist. Hier haben wir das Click-and-Connect-System. Auf der Rückseite befindet sich der Kabeleinlass. Auch hier habe ich die Möglichkeit, aus der Wand kommend direkt, dann sind die Kabel unsichtbar, oder eben halt unterhalb mit einem leichten Kabelkanal und Flachkabeln das Ganze anzuschließen. Dies einmal an der Wand befestigt, ermöglicht, dass ich den Lautsprecher entweder waagerecht oder hochkant direkt aufstecken kann und durch ein leichtes Klickgeräusch höre ich schon, er ist arretiert. So kann ich es nicht lösen, dann erst wieder mit dem kleinen Knopf auf der Oberseite und das Ganze geht ab. LCR steht für links, center, rechts. Das heißt, Sie haben die Wahl, ob Sie das Ganze links und rechts oder sogar als waagerechten Center betreiben möchten. Wir haben diese Art der Variante hier gleich zweimal vertreten. Das ist einmal der Opticon LCR in Weiß oder auch der Rubicon LCR in Schwarz-Hochglanz. Beide Lautsprecher sind ähnlich aufgebaut, technologieseitig unterschiedlich und somit auch von der Klangauflösung unterschiedlich.
Aber von dem, was wir hier gerne heute zeigen wollen, wie bringe ich das Ganze an die Wand, sehen die beide auf der Rückseite relativ identisch aus. Sie haben hier eine Wandhalterung bzw. zwei und haben dann die Wahl, ob das Ganze hochkant oder waagerecht montiert werden soll. Es ist fest integriert, einfach mit den dementsprechenden Schrauben an die Wand bringen. Sie sehen, bei DALI gibt es vielfältige Möglichkeiten, Klang an der Wand wirklich toll montieren zu können. Wir hoffen, dass wir Ihnen hier ein bisschen weiterhelfen konnten und gerne tun wir das auch weiterhin mit unseren Videos. Abonnieren Sie unseren Kanal und bleiben Sie auf dem Laufenden.